Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind gerade zu den Mumen in den Buckelsumpf zurückgekehrt mit einer kleinen Armee im Rücken. Mit dem blutigen Baron, seinen Männern, Tamara. Tamara ist auch schon hierher gekommen. Waren auch keine. Nee, Wölfe klingen kleiner. Ganz eindeutig. Okay. Oh nein, Mist. Ich wollte noch speichern, aber hat nicht mehr funktioniert. Oh shit. Oh shit, oh shit. Alter. Oh shit. Oh, Alter. Diese verdammten Wasserweiber. Komm schon. Go, 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 go. Wir schaffen das. So, sehr gut. Dann noch den Ertrunkenen hier. Come on. Jawohl. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Lass Tamara in Ruhe. Du verdammtes Drecksvieh. Boah, ja, mit dem schweren Schlag noch einmal den Kopf abgesäbelt. Sehr gut. Yo, Alter, was ist das? Ja, genau. Ist das das Riesenviech, das Anna entführt hat? Alter. Scheiße. Das Fett. Alter, was ist das? Shit. Okay, dass das Vieh einem Pferd direkt den Kopf abreißen kann, sehe ich sofort. Shit. Ist das eine der Mumen, die sich verwandelt hat? Weil ich höre ja die ganze Zeit, wie eine der Mumen quatscht. Alter! Das hat reingehauen. Scheiß die Wand an. Alter. Ich muss mich erst einmal ein kleines bisschen heilen. Der Schlag hat gesessen. Nein! Ist nicht euer Ernst. Wie stark ist das Ding denn bitte? Mit einem Schlag fast die Hälfte abgezogen. Ach du Scheiße. Die ganze Zeit gar nicht gesehen, wie es hinter meinem Rücken schon gegen die anderen gekämpft hat. Alter. Krasses Viech. Krasses, krasses Viech. Ja, okay, die Ladezeit schneide ich nochmal schnell raus. Okay, den Kampf gegen die Ertrunkenen und das Wasserweib habe ich mal übersprungen. Und jetzt werden wir auf jeden Fall erstmal den Unhold bearbeiten. Alalal. Diese Muskeln. Das Weg, weg, weg. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Okay. Ihr könnt ja ruhig schon ein bisschen Hunger auf mich kriegen, aber dieser Hunger wird ungestillt bleiben. Das garantiere ich euch. Ihr Drecksschlampen. Weg. Okay, das Gute ist, das Viech greift hauptsächlich die anderen Soldaten an. Mich lässt es ziemlich in Ruhe. Das ist gut. Diese Muskeln, weg. Die Sehnen, das Fett. Köstlich. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Weg, 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 weg. Weg. Ich wusste es. Jetzt wird es seinen komischen Sprintangriff machen. Seinen Ansturm, wie ich ihn gerne nenne. Oh, Alter, Baum im Weg. Du stinkst nach Angst. Jawohl, jawohl. Boah, Alter, guckt euch das an, ey. Über die Hälfte Schaden. Shit. Alter, was geht jetzt ab? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Alter, was war das? Habt ihr gesehen? Die Erde hat gebebt. Das Viech hat auf einmal rote Augen bekommen. Was und jetzt ist es über den Boden geslidet. Sah wie ein Bies aus. Ein Bies? Die Mumen wissen, dass wir hier sind. Sie haben das Monster auf Anna angesetzt. Diese verdammten Hexen! Wann hört das auf? Seht, was sie ihr angetan haben! Sind sie nie zufrieden? Nein. Genug. Ich bringe sie von hier weg. Sie ist meine Frau. Ich nehme sie mit nach Hause. Und du kannst auch mitkommen, wenn du willst. Rühr sie nicht an. Wir verlassen jetzt diesen verfluchten Ort. Sie ist krank und schwach. Wo willst du sie in diesem Zustand hinbringen? Nach Ochsenfurt? Das wäre ihr sicherer Tod. Ich kann für meine Mutter sorgen. Sie ist keine Puppe, um die sich Kinder zanken. Lasst sie entscheiden. Kuchen!
Kuchen zum Abendessen. Sandkuchen. Sie ist außerstande, irgendetwas zu entscheiden. Ja. Ein böser Zauber, das muss es sein. Hilf ihr, Hexer. Ich flehe dich an. Weiß Geralt wie? Bevor wir irgendwas unternehmen, muss sie von hier fort. Die Mumen wissen, dass wir ihretwegen hier sind. Vielleicht schicken sie noch ein Monster, ein noch gefährlicheres. Ich bleibe hier, bis du mir verrätst, ob du ihr helfen und den Zauber brechen kannst. Na gut. Es ist kein böser Zauber, fürchte ich. Was denn dann? Sie hat viel durchgemacht, hat ein Kind verloren, wurde von einem Unhold entführt, hat im Dorf der Mumen gelebt und sich um Kinder gekümmert, die jetzt fort sind. Sowas hinterlässt bei jedem Spuren. Ja. Gibt es keine Hoffnung? Du kannst ihr nicht helfen? Bleibt sie für immer so? Es tut mir leid. Es gibt einen weisen Eremiten, einen großen Heiler. Hab ihn vor langer Zeit kennengelernt. In den blauen Bergen. Ich werde sie zu ihm bringen. Okay. Das wäre sinnlos, ein Versuch ist es wert. Ja genau, also besser, man lässt keine Möglichkeit unversucht. Es ist einen Versuch wert. Ich werde mitkommen. Das ist leider unmöglich. Wieso? Du hast Pflichten, die der Kult des ewigen Feuers dir auferlegt. Wenn wir unsere Arbeit in Velen erledigt haben, kehren wir nach Ochsenfurt zurück. Du hast gesagt, du wirst meine Mutter retten. Und ich habe Wort gehalten. Dein Vater kann sich jetzt um sie kümmern. Er und kümmern? Du kennst ihn doch. Du weißt, was er ihr angetan hat. Er schwört, dass er sich geändert hat. Und in seinen Augen erkenne ich ehrliche Reue. Er wird für sie sorgen. Und du hast ein neues Leben, neue Pflichten, dem ewigen Feuer gegenüber. Keine Angst, es wird alles gut. Okay, also der Mann, der hat jetzt wenigstens ein gutes Wort gesprochen. Ich werde keinen Tropfen anrühren. Ich finde den Eremiten. Und wenn sie wieder sie selbst ist, kommen wir zu dir. Schwöre es. Du hast mein Wort, Kind. Schön. Da hat man noch einen Kompromiss finden können. Das finde ich jetzt super. Gut. Da ist es ja noch einigermaßen gut gegangen. Ich dachte jetzt eigentlich, dass ich die Mumen selbst schon bekämpfen werde. In einem Dreifach-Bosskampf. Hexer wurden geschaffen, um Monster zu töten. Es spielt keine Rolle, wer den Auftrag erteilt. Die Bezahlung muss stimmen, das ist alles. Hexer diskutieren nicht. Ihr Gewissen spielt keine Rolle, sie führen den Auftrag einfach durch. Sammeln dann die Börse auf und machen sich wieder auf den Weg. Von den Hexern wird nicht erwartet, dass sie die Menschen vor sich selbst schützen. Okay. Vielen Dank, Hexer. Trotz allem. Möge das ewige Feuer dich schützen und leiten. Lebt Danke. Wohl. Danke. Okay, ich hoffe, Tamara ist jetzt auch in einigermaßen guten Händen bei denen. 100 Kronen bekommen. Boah, und ordentliche Erfahrung sehe ich gerade. 240, sehr gut. Wenn dir jemand helfen kann, dann nur ein gelehrter Wissen. Vielleicht hast du recht. Okay. Sehr gut, jetzt können wir uns hier die ganze Beute schnappen. Das ist auf jeden Fall einiges. Unholdaugen. Wir machen hier eine Weile Rast. Zu Befehl. Vielleicht auch nicht. Vielleicht können wir noch warten. Okay, die wollen eine Weile hier rasten. Können die ja ruhig machen. Ich meine, ist deren Sache. Ich würde nicht an einem Ort mich aufhalten wollen, von dem ich ganz genau weiß, dass die Mumen jederzeit angreifen könnten. Eine Sache fällt mir gerade noch ein, habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Hier habe ich, glaube ich, irgendwo einen Zugang in einen Keller gefunden. Oh, Alkohest, danke, sehr gut. Irgendwo hier war, glaube ich, eine Bodenklappe, die in einen Keller geführt hat. Und die habe ich nicht wahrgenommen. Ah, hier, genau. Da bin ich nicht runtergestiegen, das will ich jetzt nachholen. Das ist mir die ganze Zeit im Gedächtnis geblieben. Aber ich dachte mir, ich werde bestimmt in den Buckelsumpf zurückkehren und bei der Gelegenheit werde ich dann auch direkt hier alles plündern. Bärenfell, nochmal Alkohest, sehr gut. Davon kann ich gerade nicht genug haben, auf jeden Fall. Bärenfett. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah.
Floren. Ja, das sind wahrscheinlich die Überreste der letzten Opfer von den Mumen. Bin ich überzeugt von. Eieieiei. 4 Floren. Boah. Heftiger Altar. Ja. Also da zieht sich bei mir wieder alles zusammen, ey. Wenn man bedenkt, was hier unten alles passiert ist, bestimmt. Ich gehe hier lieber raus. Sonst wird mir noch schlecht. So, gut. Die Quest haben wir einigermaßen gut hingekriegt. Ich hoffe, wir werden irgendwann noch einmal vom Baron hören. Und erfahren, wie es mit seiner Frau gelaufen ist. Ob er in der Lage war, sie zu heilen oder nicht. Ich hoffe wirklich, dass ich das irgendwann herausfinden werde. Wow. Okay, jetzt ist die Frage, werde ich im Süden bleiben und hierhin reisen? Wisst ihr was, ich mache das jetzt. Ich werde da jetzt keine, ich werde da jetzt nicht, was weiß ich, wie lange darüber überlegen oder darüber nachdenken. Wo ist, ach da ist der Schnellreisepunkt. Ich werde jetzt dorthin reisen, zur Alten Eiche und dann zum letzten Dorf im Süden reisen. Damit ich schon einmal im Süden so ziemlich überall hin kann. Und auch jede mögliche Anschlagtafel in dem Gebiet erledigt habe. Ansonsten werde ich, denke ich mal, als nächstes in den Norden des Gebietes reisen und dort noch weiter nach Quests Ausschau halten. Wow, what the fuck? Jesus Christus! Ich habe gerade eben irgendwelche Gegner nur gesehen bei mir. Alter. Wollt ihr mich verarschen? Hilfe! Ja toll, ein Schnellreisepunkt, wo direkt irgendwelche Gegner gespawnt werden. Das ist ja nett. Oh, kann ich doch plündern. Was hat er denn? Kleines blaues Mutagen. Naja, nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. So, ich werde jetzt auf jeden Fall einen Wegpunkt hier hinlegen. Wegpunkt. Genau, so. Damit ich schon einmal weiß, wo ich lang gehen muss. Dort lang nämlich. Immer schön Richtung Süden. Boah, hier sind die Wälder aber deutlich dunkler, merke ich gerade. Hololol. Erstmal das Schwert wegstecken. Also ich habe vor der Welt hier echt riesigen Respekt. Jeder einzelne Gegner ist unfassbar mächtig. Was natürlich auch daran liegt, dass ich den höchsten Schwierigkeitsgrad ausgewählt habe. Aber ich denke mal, auch so sollte man sich auf jeden einzelnen Gegner einigermaßen vorbereiten, damit man nicht so ganz, oh, auf die Schnauze fällt. Einmal speichern. Oh, sehr gut. Ich kann sie alle two-hitten. Alter, lass mich mal angreifen hier. Drecksviecher. Mistviecher. Böse Hunde. So. Das war's. Easy. Wolfsleber. Wolfsfell. Hundetalk und Hundetalk. Okay. Und weiter geht's. Oh oh. Eieiei. Mein Vipernschwert schwächelt. Ne, meine Stahlwaffe. Oh, das ist natürlich noch beschissener. Eieiei. Ich werde doch bestimmt Rüstungsreparaturset habe ich. 40% oder 15%. Ich mache jetzt mal 15% drauf. Zack. Und auf die Waffe. Ich habe doch bestimmt auch Waffenreparaturset. Ne, Bolzen mit Köder. Silberschaden macht das. Krass. Ah, hier. Waffenreparaturset. Mache ich auf jeden Fall auf meine Stahlwaffe. Bäm. Damit sie wieder ordentlich Schaden macht. Das ist die Hauptsache. So, und weiter. Ich möchte wenigstens die eine Siedlung erreicht haben. Das hier sieht schon... Was ist das denn hier? Das sieht nach einem wichtigen Punkt aus. Ein zerstörtes Gebäude. Kann ich das betreten? Ja, hier. Naja, ist mehr ein Aussichtspunkt. Aber wird sich doch bestimmt auch was finden lassen. Zidarischer Gambeson. Gambeson, bla bla. Leere Flasche. Da ist noch was. Alchemistische Paste.
Oben ist doch bestimmt noch was. Komm, Geralt. So. So, und hier oben finden wir alchemistische Paste, ein weiteres Mal. Und in der Truhe Silber, Lederbänder, Schatzjäger-Gambison, Doppler-Absud, Zwergenschnaps und Wasserflasche. Nicht schlecht. Sehr gute Ausbeute. So. Der mächtigste Hexer von allen lässt sich von ein paar Zweigbäumen aufhalten. Okay. Oh Mann, ey. Ist auf jeden Fall noch ziemlich weit entfernt, wie es scheint, das Dorf. Oh ja, wir haben, glaube ich, noch nicht mal die Hälfte des Weges zurückgelegt. Aber egal. Das ist auf jeden Fall mein Ziel für diesen Part, dass ich diese Siedlung im Süden erreiche. Oder Bauernhof-Zusammenschluss. Wow! Banditen. Pass mal lieber auf, dass ich euch nicht eure Beine nehme. Alla! Du Wichser. Jawoll! Na, traut sich einer von euch ran? Oh, er blutet, glaube ich. Oder er ist vergiftet. Ich weiß nicht. Ne, meine Stahlwaffe, die macht ja Blutungsschaden. Und zack. Ja, da ist das Bein ab. Nice. Hemd, Streitkolben. Fist. Was war das gerade? Was habe ich da aufgesammelt? Fistech. Oder Fiststech? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Rasiermesser, kleiner Knüppel. Gut. Haben die Banditen hier zufällig irgendetwas gelagert? Hm, kann ich die Tür aufstoßen? Jawohl. Was haben wir denn hier Schönes? Gar nichts. Ja, da hat es sich natürlich direkt gelohnt, meine Magie für die Tür zu verschwenden. Manno. Draht. Draht. Flänzchen. Und sonst nix. Die Banditen haben sich hier niedergelassen. Irgendwo muss doch ihre Beute sein. Kommt schon. Ich will Beute haben. Draht, Draht. Langweiliger Draht. Oh. Was haben wir denn hier? Nix mal wieder. Oh, das scheint... Ist das ein zerstörtes Dorf? Okay. Ah, lass mich rein. Mann. Ey, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ich werde da nicht reingelassen. So, jetzt aber. Irgendeine unsichtbare Barrikade, die ich noch entfernen musste. Aber in keinem der Häuser ist auch nur irgendwas. Das ist schon doof. Wozu bin ich in der Lage, diese Gebäude zu betreten, wenn in keinem einzigen was drin ist? In ein, zwei Gebäuden hätte da doch was drin sein können. Schade. Aber ich habe das Gefühl, das Dorf wird noch einmal wichtig sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss hier irgendwann noch einmal zurückkehren und irgendetwas aufsammeln. Oh, Zwergenschnaps und Alkohest. Perfekt. Schön viel Alchemiezeug. Sehr gut. Na, immerhin, ne? Immerhin. Gut, dann weiter gehen Süden. So, wir kommen immer näher. Sehr schön. Das sieht doch sehr gut aus. Irgendwann sollte die Straße doch einen ziemlichen Knick Richtung Süden machen. Das müsste hier sein. Neue Markierung Kimboldstraße. Ja, immerhin mal ein Schnellreiseziel hier in der Gegend. Ich dachte, das einzige Schnellreiseziel, das ich hier haben werde, wird das da ganz weit hinten bei der Stadt sein. Gott sei Dank nicht. So. Uiuiui, muss ich jetzt hier die kleine Straße oder die große nehmen? Ich glaube eher die große, oder? Ja, die große. Gut. Nein, 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 nein. Weg, weg, weg. Oder soll ich da das kleine Dorf besuchen? Da ist ja ein klitzekleines Dorf. Das würde ich auch nochmal gerne mitnehmen. Ein Sturm. Vielleicht. Verdammt. Vielleicht findet sich dort ja eine weitere Quest. Wer weiß, wer weiß. Hallo? Ein Hexer, der sich nach neuen Aufträgen erkundigt, kommt zu euch. Bäm. Okay.
Okay, hier ist was. Brot. Immerhin. Brot ist vollkommen okay. Ah, ich hätte die Tür auch normal öffnen können. Okay. Ja, mein erster Impuls ist immer direkt aufstoßen. Neue Markierung, bewachter Schatz. Oh. Ja, den will ich natürlich... Jesus, Alter. Habt ihr das gesehen? Der ist mit dem Totenkopf markiert. Nee, 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 nee. Okay. Bei jedem einzelnen Rollenspiel war bislang immer die Devise, wenn der Gegner mit einem Totenkopf markiert ist, dann ist das dein sicherer Tod. Gegen den kommst du nicht an, auch wenn du deine beste Ausrüstung gerade anhast. Eieieiei, vor allen Dingen ist das ein neuer Gegner gewesen. Habt ihr das gesehen? So ein richtig massiger Koloss. Das sah aus wie eine Moderhaut auf Steroide. Oh. Richtig heftig. Das werde ich mir auf jeden Fall für, keine Ahnung, Level 20 oder so aufheben. Ich weiß nicht. Eieieiei. Das war jetzt respekteinflößend. Vor allen Dingen, der Totenkopf war Gott sei Dank auch sehr groß. Also das war nicht zu übersehen. Haus der Erholung habe ich erreicht. Aha. Darf ich dort hinein? Die Herren? Darf ich? Nein? Ich gehe einfach durch. Die versperren mit ihren Speeren den Weg und ich gehe einfach durch. Ja, was? Was um alles in der Welt machst du hier? Okay, offensichtlich habe ich mir den Zugang zu diesem Ort noch nicht verdient. Scheinbar muss ich irgendeine Quest erledigen, um da reinzukommen. Gehe ich stark von aus. Wählen Lager der Zentralarmee von Nilfgaard. Aha. Okay, aber hier darf ich doch bestimmt rein, oder? Ja, ich werde nicht aufgehalten. Ich werde einfach durchgelassen. Wow, Cutscene. Gerald von Riva, richtig? Du warst neulich in Weißgarten? Bei Wüsima? Mhm, hübsches Dorf, wenn einen verwesende Leichen nicht stören. Ohne dich hätte es noch eine mehr gegeben. Lena, sie hat überlebt. Mit deinem Trank. Oh! Schön, dass einen Nilfgaarder ein einfaches Nordling-Schicksal kümmert. Aber auch überraschend. An dem Abend, als sie angegriffen wurde, war sie auf dem Weg zum Meer. Wir waren im Wald bei der Garnison verabredet. Ja, geil! Das finde ich super! Jetzt habe ich endlich erfahren, was aus der Frau geworden ist, der ich den Hexertrank verpasst habe. Ja, geil! Danke, Spiel, dass ich da mal Rückmeldung kriege. Mieser Ort für einen Stell-Dich-Ein. Liebe kennt wohl keine Grenzen. Ja. Hm. Liebe kennt keine Grenzen. Nicht doch. Ihre Eltern wollten ihr den Kopf scheren, die Zunge rausschneiden und sie verbannen, wenn sie sie je mit einem Nilfgaarder erwischen sollten. Kann ich mir vorstellen. Hör mal, Lena hat sich nicht richtig erholt. Ich habe sie mitgenommen, als ich versetzt wurde und darauf gewartet, dass sie gesund wird. Aber nein, sie sagt nichts, erkennt niemanden, schläft fast nur. Ich habe Tomira gewarnt. Hexertränke haben starke Nebenwirkungen, meistens dauerhaft. Ich kann ihr nicht mehr helfen. Vielleicht kann es ein Magier. Ich weiß nicht, ob ich dir danken oder dich verfluchen soll, dass du sie nicht in Würde hast sterben lassen. Glaub mir, die Entscheidung, die ich treffen musste, war schwerer. Ja, immerhin haben wir Rückmeldung bekommen. Sie hat überlebt, aber offensichtlich schwere Schäden noch erlitten. Schade. Aber vielleicht, ich hoffe, dass es ihr irgendwann besser geht, dass ich irgendwann vielleicht sogar in der Lage bin, ihr sogar zu helfen und bei ihrer Genesung mitzuwirken. Alles klar, Leute, wir haben hier das Lager erreicht. Ja. Hier hat sich doch auch ein Schnellreiseziel direkt freigeschaltet, oder? Nee, noch nicht. Aber da unten bestimmt. Ja gut, Leute, dann würde ich glatt sagen, ich habe mein Ziel für diesen Part erreicht. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Part von The Witcher 3 Wild Hunt, wo wir uns die eine Quest hier einmal abholen werden. Hier unten werden wir uns noch einmal das Anschlagbrett angucken. Und dann werden wir mal sehen, ob sich da eine Quest findet, die für unsere Stufe noch geeignet ist. Also dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.